So, jetzt haben wir keine Philosophie und keine Politik mehr. Das ist einfach der Maler und das Modell. Wenn wir aber genau hinschauen, malt er für die Dame oder für das Modell eine Herzass. Die Spielkarte ist immer wieder vorhanden und ist ein einfaches Symbol für Glück und Können. Beim Kartenspiel reicht es nicht nur, dass ich mitzähle, ich muss auch das Glück ein bisschen haben. Im Gegensatz muss ich noch schnell erwähnen zum Schach. Wenn ich da verliere, war ich schlechter. Beim Kartenspiel kann auch eine gute Karte entscheiden. Und wenn wir jetzt nach oben gehen mit der Kamera, dann sieht man hier das Fischauge und das ist wiederum, ja, eine Arbeitsmethode, das habe ich sehr oft gemalt, immer wieder mit anderen Details, weil es eine Idee nach der anderen gibt. Fischauge heißt ja der Begriff, auch von der Kamera, wenn sie links, rechts, weit auseinander geht, so eine Art Cinemaskop, aber auch aus der Architektur kennt man die Vogelperspektive. Das sind Spielereien, also ich will damit sagen, es muss nicht immer eine schwere Thematik hinter den Bildern stehen.